Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gebiet besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht... Was? Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Okay, alles sauber. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf.
bist immer willkommen, okay? Alles klar. Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Kriegt das andere Team den Ball? Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Komm!
Mach schon. Hier ist keiner. Schnell! Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Ja, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Los, komm. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Hey. Joel? Hinter dir. Was? Ellie. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt, dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon.
Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier! Komm schon! Komm mit!
Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen.
und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Auf dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck sie an! Ich mach das Spiel mal mit.
Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Mist. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein.
Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Hände hoch! Sie atmet nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen?
Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie, kommen Sie. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Was? Was haben Sie vor? Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren.
Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Pass auf deinen Kopf auf. So. Ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Schau mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist.
Ich schwör's.